Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special. Ich hatte ja euch versprochen, dass ich etwas über mein erstes Buch Sales Leadership in internationalen Märkten erzählen würde. Was hat mich bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren im internationalen B2B-Vertrieb, also dem Vertrieb von erklärungsbedürftigen, technischen, hochwertigen Produkten und das im weltweiten Bereich zuständig, und ich habe da viel Erfahrung sammeln dürfen. Ich bin von Herzen Verkäufer. Ich liebe es, mit Menschen Beziehungen herzustellen und eine optimale Lösung für ihre Probleme zu finden. Und über diese Zeit hinweg habe ich entdeckt und gesehen, dass viele Menschen oder Verkäufer auch sehr ahnungslos sind über das, was sie eigentlich machen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses kleine Buch zu schreiben. Natürlich ist es so, dass du auf 54 Seiten nicht alles umfassend behandeln kannst. Aber mir ging es darum, in drei Teilen darauf einzugehen, was so alles zu so einem Vertrieb dazugehört. Und mir war es besonders wichtig, im ersten Teil, im ersten Abschnitt die Grundlagen zu legen. Viele überspringen den Teil und denken, Vertrieb kann ja jeder, und fangen dann hier an, auf LinkedIn oder auf anderen sozialen Netzwerken die Leute mit Spams zu überhäufen. Und das gibt dann sehr viele aversive Gedanken, dass Menschen mit Vertrieb irgendwelche negativen Erfahrungen, irgendwelche Salesposten verbinden. Und in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Deswegen habe ich das Buch in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil gehe ich über die inneren Werte, die innere Einstellung des Vertriebs, des Verkäufers. Und nur wenn du diese Positionierung durchgeführt hast, wirst du langfristig erfolgreich sein. Die Zeiten, wo du als Versicherungsvertreter oder Staubsaugervertreter durch die Lande ziehst und deiner Oma einen Staubsauger oder irgendwas, was sie nicht braucht, verhökert, die sind mehr oder weniger vorbei. Ja. Sondern es geht darum, dem Kunden zu helfen, Lösungen zu sehen, die er vielleicht selber nicht gefunden hat. Und das kannst du nur dann tun, wenn du eine tiefe innere Überzeugung hast, dass dein Produkt, dein Service, den du anbietest, einen wirklichen Mehrwert bietet für die anderen Menschen. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Im zweiten Teil beschreibe ich dann, wie man eine Positionierung durchführen kann, als Marke oder auch als Firma, und was man tun kann, um neue Zielmärkte, neue Absatzwege für sein Produkt zu finden. Und im dritten Abschnitt gebe ich ganz konkrete Tipps und Tricks, was man beachten muss im Auslandsvertrieb speziell. Mir ist es sehr wichtig, nochmal auf den Sales Leader, die Führungskraft im Vertrieb einzugehen. Und ich beschreibe dann ein Bild am Anfang von Stephen Covey, wo es heißt Inside Out. Und das ist, denke ich, ein Schlüssel in der heutigen Zeit, dass du nicht alles, das auf dich von außen einprasselt, an dich ranlässt, sondern von der inneren Position der Stärke, wo du weißt, was ist mein Warum, was biete ich an, was kann ich als Mensch, wo brauche ich Hilfe von anderen. Ja? Dass du mit dieser glasklaren Positionierung von dir innen nach außen agieren kannst und nicht mehr reagieren musst, so wie leider es viele Leute tun. Das heißt, du musst also klären deine Werte. Wer bist du? Was kannst du? Du musst die ganze Geschichte mit dem Personal Branding für dich klären. Dazu empfehle ich gern immer das Buch von Dr. Natalia Wichowski, die da sehr gut drüber geschrieben hat. Ich verlinke euch mein Buch und auch ihr Buch unten in den Shownotes. Also, dass du herausfinden musst, was bist du selber? Wie möchtest du als Brand von außen wahrgenommen werden? Dann gehe ich rüber und mache eine persönliche SWOT, also Strengths, Weakness, Threats and Opportunities Analyse. Das macht man normalerweise in der Strategieberatung. Aber das ist auch hilfreich, wenn du das als, für dich als Person machst, dass du herausfindest, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo brauche ich Hilfe, was sind Bedrohungen für mich, was können andere vielleicht besser. Dann geht es darum, für welche Werte stehst du, was ist dir wichtig, was bist du bereit zu machen. Dann habe ich das ganze Bild benutzt von den Japanern, das Ikigai, wo es darum geht, die einzelnen Bereiche in deinem Leben in eine gewisse Harmonie und eine gewisse Schnittmenge zu bringen, weil nur dann wirst du ganz einfach aus deinem inneren Flow hinaus agieren können.
Ein ganz wichtiges Thema für Leiter ist das Mindset. Also wie denkst du, woran denkst du, wie motivierst du dich? Lässt du dich von Rückschlägen entmutigen oder spornen die dich an, weiterzugehen? Dann geht es um Reflexion und Resilienz, das heißt also die Fähigkeit, nach Misserfolgen wieder aufzustehen. Das ist eine der wichtigsten Sachen im Vertrieb, dass du auch, wenn du mal eine draufgekriegt hast, wenn der Kunde dich abgelehnt hast, dass du das nicht persönlich nimmst, sondern sofort danach wieder zum Hörer greifst, das nächste Angebot machst, die nächste Gelegenheit versuchst zu ergreifen. Es geht um eine Analyse von dem äußeren Umfeld, was sind da gute und schlechte Dinge. Einzelne praktische Tipps, die ich geben tue, wie du diese Umgebung aktiv gestalten kannst, was du da machen kannst, wie du auch gut in eine neue Aufgabe reinkommst. Und dann der ganze große Block, die vertrieblichen Grundlagen, wie du einen internationalen Markt bearbeiten kannst und erobern kannst, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Schau das einfach ein, das Buch ist relativ günstig, besorgst dir, wenn das vielleicht eine Hilfe für dich sein kann, und du kannst mich gerne per Direktmessage hier auf LinkedIn erreichen und mir vielleicht ein Feedback, einen Kommentar geben, vielleicht auch eine Empfehlung, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir hier aus dem wunderschönen Portugal einen wunderbaren Tag. Dankeschön.